Hier stürzt ein 25 Meter hoher Sprungturm ein. Schon wieder ist es im Europapark Rust zu einem Unfall gekommen. Während einer Akrobatikshow hat sich offenbar ein mobiles Schwimmbecken durch einen Riss geöffnet. Das Wasser darin strömt aus und bringt am Becken befestigte Sprungtürme zum Einstürzen. 5 Artisten werden verletzt, 3 davon müssen ins Krankenhaus. Auch 2 Parkbesucher tragen leichte Verletzungen davon. Das aus dem Becken ausströmende Wasser fließt auch in den See einer sich neben dem Schwimmbecken befindlichen Achterbahn. Sie wird daraufhin angehalten und evakuiert. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat eine Untersuchung angekündigt. Die Akrobatikshow ist bis auf Weiteres abgesagt worden. Der Park soll aber weiterhin geöffnet bleiben. Auch die Wildwasserbahn fährt wieder. Es ist bereits der 2. Zwischenfall im Europapark in nur wenigen Wochen. Erst im Juni war in Deutschlands größtem Freizeitpark ein Großfeuer ausgebrochen.